Ja, hallo meine Lieben. Sehr. Normalerweise wäre das hier die Folge des Livestreams gewesen. Aufgrund, ja, oder wie sagt man, krankheitsbedingt ist leider der Livestream ausgefallen. Ich bemühe mich trotzdem weiter Videos für euch aufzunehmen, wenn ich mich halbwegs soweit fit fühle. Für eine halbe Stunde wird es noch gerade so reichen, meine Kraft heute. Ja, dass der Livestream ausgefallen ist, tut mir leid, aber man kann schlecht mit 38,5 Fieber einen Livestream machen, das geht halt nicht. Ne? So, normalerweise habe ich immer ein paar Tage im Vorfeld aufgenommen für euch. Das heißt, Videos, die ihr bei mir auf dem Kanal seht, sind 2, 3 oder manchmal auch 4 Tage alt. In dem Fall ist es relativ taufrisch und ich feiere heute so ein bisschen, dass ich mal wieder ein bisschen, ja, dass es mir ein bisschen besser geht. Der Rest meiner Familie hat sich auch wieder relativ erholt. Wir sind noch nicht über dem Berg, aber toi, toi, toi. Mit etwas Glück gelingt mir dann am, ich glaube, das ist Dienstag, der 1.11. Ich hoffe, dass ich es richtig sage. Oder das ist der 2.11., ich bin mir gerade nicht so sicher. Dann der neue Livestream, dem wir uns dann Stellaris auch widmen. Und dann möchte ich noch dazu erwähnen, auch nochmal herzlichen Dank für meine Community, die hier so lieb mir gesagt hat, das macht nichts, Pancake, ne? Erhol dich und sowas. Danke euch. Das hat mir gut getan. Gebe ich einfach mal zu. Ja, ja, freue ich mich sehr drüber. Also, man macht sich am Kopf, ne? Ich betreue nur noch 2 Projekte, habe nicht mehr dauernd das Neueste vom Neuesten immer auf dem Kanal, ne? Ist halt ein bisschen schwierig, dann euch bei Laune zu halten, aber ganz offensichtlich scheint es euch ja zu gefallen, was ich mache. Dann mache ich auch weiter. Man hört es mir noch ein bisschen an, also optimal ist es nicht. Wie gesagt, eine halbe Stunde. Ich versuche es hinzubekommen. Aber sonst ist der Kanal leergefegt, weil, ne? Ich habe dann gar nichts mehr für euch. Das wäre schade. Ja. Also wenn ich jetzt sage, okay, Construction completed. ich bin erkältet und jetzt mache ich halt nichts mehr und so weiter, ne? Das muss halt auch nicht sein. So, hier haben wir übrigens unfassbar viel Energie. Also die 15er Sonne hier ist mal voll geil. Ja, was ist beim letzten Mal passiert? Ich habe versucht, verzweifelt meine Leute in Deteri zu retten. Dieses Manöver ist mir nicht gelungen. Ja. Wir haben eine verfügbare Reaktivierung. Ja, bin ich gar nicht drauf eingegangen beim letzten Mal. Also, wir haben dieses Relikt der letzter Baol bekommen. Das war aber auch nicht so ganz klar. Und was macht er? Passiv, wenn ich ihn aktiviere, bekommt man noch mehr Wachstumsgeschwindigkeit. Wie geil ist das denn? Und dann kommt es, Achtung, Lebensart der Nubaol ermöglicht es aus Planeten, die keine, was Ökumenopolis, Schwarmwelt oder Maschinenwelt sind, eine Gaia-Welt zu machen. Ich will es auf euch einfach wirken lassen. Und das machen wir jetzt auch. Weil wir es können. Das ist so unfassbar mächtig. Und ich überlege gerade, welchen der Planeten. Die 20 ist unsere Heimatwelt. Unsere Heimatwelt ist auch tatsächlich die größte. Und dann machen wir das jetzt. Wir aktivieren das für 3000 Einigkeit. So, das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt fragt man sich ja, und wo passiert das jetzt? Also ich mache jetzt einen Tag mal länger. Jetzt gehen wir mal auf Lumus zur Reichshauptstadt. Und dann müsste es bei den Entscheidungen sein, Entschuldigung. Anstatt terraformieren, müsst ihr jetzt hier auf Lebensart der Nubaol gehen. So, wandelt den Planeten in eine Gaia-Welt um, in dem ein genmodifiziertes Pflanzenleben eingesetzt wird, das mit den einzigartigen Fähigkeiten der Baol zu organischem Terraforming modifiziert ist. Unsere Genetiker haben das Geheimnis der Fähigkeiten eines Planeten zu terraformieren des Baol-Organismus entschlüsselt. Durch den Einsatz von sich schnell reproduzierendem Pflanzenleben, das mit speziell ausgewählten genetischen Daten der Baol modifiziert wurde, können wir ganze Biosphären zu einem Bruchteil der Kosten terraformieren. Also geiler hätte es einfach nicht sein können, dass wir Toxoid spielen und jetzt halt die Baol doch nochmal gezogen haben. Und dann wird das jetzt gemacht und jetzt Verbreitung des Baol-Lebensart auf Lumus ist abgeschlossen. Also, so instant, versteht ihr? Also ich habe aus meinem Sumpfplanet plötzlich eine Gaia-Welt gemacht. Einfach direkt. Ja, ich huste in meine Hand, wenn ich zu Hause bin. Ich kann sie mir dann waschen, die Hände, ja. Es ist übrigens kein Corona, ne? Es ist verrückt. Ich habe mich
Meine Frau, mein älterer Sohn hat super mitgemacht. Ich habe mich ständig getestet. Wir haben kein Corona. Wir haben dann einen Bluttest sogar beim kleineren gemacht. Es ist zum Glück nichts Bakterielles, ne? Und da bist du einfach froh. Jetzt wissen wir, es ist halt kein Corona, ne? Es ist einfach ein einheimisches Arschlochvirus. Es ist einfach so. Okay, komm, weiter geht's. Unsere Terraforming-Spezialisten freuen sich, berichten zu können, dass der Terraforming-Prozess auf Lumos abgeschlossen ist. Der Planet wurde erfolgreich in eine Gaia-Welt umgewandelt, indem wir im Labor erzeugte Pflanzenhybride geschaffen haben, die sorgfältig ausgewählte Segmente des genetischen Codes der Baol enthalten. Erneut sind infolge dieses Prozesses, den unsere Genetiker nicht gänzlich verstehen, eine Reihe von Nubaol entstanden, als sich das Terraforming der Vollendung näherte. Scheinlich müssen wir sie jetzt auch noch haben. Und wir haben jetzt drei Spezies in unserem Reich. Unglaublich, ruft wieder laut. Wirklich unglaublich, was denn hier passiert? Dann schauen wir uns mal einfach unsere Bevölkerung an. Also ihr könnt euch schon mal hier im Hintergrund ein bisschen das genießen, während ich mal ganz kurz auf Lumos versuche zu gehen. Ihr dürft das bitte in den Kommentaren mal kurz abfeiern, dass Lumos jetzt eine Gaia-Welt ist. Ist so geil. Und zwar im Jahr 42. 42 Spieljahre erste Gaia-Welt terraformiert. Wir haben Nubaol tatsächlich, ja. Wir starten, haben sogar gleich vier Einwohner da davon. Ich muss gucken, dass ich sie finde. Es gibt einen schnelleren Weg, die zu finden, aber ich will trotzdem hier kurz in den Planeten-Übersicht hineingehen. Hier sind auch schon einige Crash als Büroangestellte hergewandert. Das sind sie. Spezies ansehen. Was können die alles? Also, sie lieben Gaia-Welten, klar. Okay, sie sind phototroph, ersetzt 50% des Grundunterhalts an Nahrung durch Energie. Sie sind sehr langlebig, plus 80 Jahre, geil. Sie sind agrarisch, logisch. Sie sind köstlich. So, sie sind gemeinschaftlich, okay, aber sie sind auch, sie haben eine geringe Fortpflanzung, sie wachsen sehr langsam. Rechte festlegen, volle Staatsbürger bitte. Wie gesagt, wir sind nicht böse. Rabi sind nicht böse. Nur Soldaten. Nein, ihr sollt nicht kämpfen eigentlich. Ja, oder ich mach mal nur Soldaten, aber ich weiß, dass sie so schlecht waren. Nee, ich mach mal, ihr seid freigestellt. Ihr braucht keine Armeen aufstellen. Tut mir leid. Kollision ist gestartet, Bevölkerung keinen. Nein, machen wir nicht. Migrationskontrollen machen wir auch nicht. So. Also, die Nubaol, vier Stück. Wir sind ja auch nicht wenige, ne, in unserer Völkergemeinschaft, ne? Wir haben 69 Rabis, 31 Kreschk und jetzt vier von den Baol. Das gefällt mir. Blöde ist, dass wir immer noch gegen diese blöden Wellensittiche Krieg führen müssen. Und, ah ja, das habe ich auch vergessen. Also, vielen Dank hier für den Hinweis, dass es vorteilhaft sein kann, als Vasall zu fungieren in dem Spiel, als Vasall weiterzuspielen, ja. Und nicht in Kopf da in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, okay, versuch's als Vasall, zieh daraus auch Boni, die du kriegen kannst, und es funktioniert ähnlich, wie wenn du tatsächlich diesen Ursprung wählst, wo du als Vasall startest. Das wusste ich gar nicht, dass das also ähnlich dessen ist. So, jetzt ist Lobo ist natürlich. Oh, eine Sekunde. Ich wurde bei meiner Bürotür geklopft und ich muss pausieren. So, mal wieder länger weg gewesen, als ich aufgenommen habe. Ja, weiter geht's. Achso, nicht weiter geht's. Ich wollte noch in den Flottenmanager. Und zwar, ja, diese neue Flotte, kann ich die auch irgendwie benennen oder so? Da steht jetzt neue Flotte. Aber ich kann nichts machen. Okay. Wenn ich jetzt sage, Flotte verstärken, fürs Maximum, was ich an Legierung habe, wenn die dann, entsteht die dann irgendwie? Naja, okay, ich fange jetzt auf jeden Fall mal an, hier die Zerstörer zu bauen. Ein verborgener Kern. Hervorragend, seltene Kristalle. Und Spezialprojekt scheitert. Oh. Ja, macht mir nichts. Okay. Okay, was ist jetzt los? Niedrige Stabilität. Mindestens einer unserer Planeten. Ja, Deteri. Ja, was soll ich denn machen? Ich werde halt vollständig vernichtet hier. Ja. Die bombardieren den als weiter. Ja. Bald komplett zerstört, diese arme Welt.
Ja, ich habe es halt versucht, mit einem Befreiungsschlag irgendwie was zu holen, aber es war halt nichts. Armeen, keine Armeen. Die haben mir schon die ganzen Armeen weggebombt und kommen jetzt mit Landungstruppen. An anomaly has been found. Outsiders heading this way. No cause for alarm. A system has been surveyed. Research complete. Outsiders heading this way. No cause for alarm. Neuer Thronerbe. Kronprinzessin Morbion. Anführer Kaiser Pocke ist verstorben. Okay, es ging schnell. Technologie erforscht. Ionentriebwerk ist fertig. Okay. Ja, die Sternenfesten wären jetzt ganz nett, ne? Machen wir mal direkt. Weil wir können sie gebrauchen. Okay. Die Frage ist, ziehen die jetzt weiter? Ich denke ja. Ich denke, die werden jetzt gleich weiterziehen. Was soll denn das da? So. Jetzt die Brummer. Bitteschön. Soll ich die schon losschicken? Nee, das ist zu irre. Schiffswerft. Gucken wir mal ganz kurz nochmal rein. Und Schiffsdesigner, besser gesagt. Ja, die haben jetzt. Ja. Außer die hier, bei denen geht's nicht. Danach so rum. Ja. So. Mein Konstruktionsschiff ist hier auch schon mal fertig. Das darf jetzt dann in dieser Richtung hier weitermachen. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, ne? Wir müssen Gebietsverluste hinnehmen und uns jetzt halt in die andere Richtung dann ausdehnen, ja? Unser letzter Verteidigungspunkt ist jetzt hier in Ceres-Station. Das Spiel sagt mir, 44 ist Kirchendingens zurück. Oh, einer unserer Flottenanführer ist auf dem Heimweg sozusagen verstorben oder auf der Flucht. Kann man nichts machen. Bauen und Sachen machen kann ich genug. Hatte versehentlich auch ein paar Sachen schon hier zwischen den Folgen, also zwischen der Pause gemacht. Ich dachte, ich habe schon auf Aufnehmen geklickt. Also ich habe ein paar Gebäude noch und sowas jetzt gebaut auf den Städten und mir auf dem Markt für Geld Legierungen geholt. So ist es nicht. Und dann mache ich auch weiter mit, nicht Legierungen, Mineralien geholt. Und werde jetzt weiter Sachen ausbauen, damit wir ja die ein oder andere ja, Sache einfach lösen können. Was wir brauchen, dringend Legierungsgießereien. Die brauchen wir richtig dringend. Hier sagt das Spiel, du hast es mal wieder geschafft, Ben Cake. Du hast alles überbevölkert, aber hier bauen wir noch einen Stadtdistrikt. Das wird jetzt sich bald wieder verbessern. Ich könnte hier ein Merkmal wegmachen, kostet mich aber 500 Energie, bin ich nicht bereit auszugeben. Hier können wir auch schon wieder mal ein bisschen was Neues tun. Und überlege ich ein bisschen was zu machen, und zwar in der Richtung Bollwerke jetzt hier auch. Das hat einfach den Grund, dass ich gut verteidigen möchte. Das gleiche ist jetzt hier auch. Die Bollwerke haben noch einen anderen Effekt. Die bauen gerade noch eine planetare Hauptstadt, die haben auch noch einen anderen Effekt. Ich möchte, dass sie crash wissen, wer hier der Chef im Ring ist. Also ich habe das Handtuch noch nicht geworfen. Ich spiele es jetzt schön weiter und hoffe dann irgendwann mit euch im Livestream den Spielstand einfach weiterzuspielen, ne? Oder halt je nachdem, was ihr euch entscheidet, eben dann halt zu sagen, okay, nein, wir fangen neu an mit einem anderen Volk. Das ist beides möglich. Noch mehr Energie können wir gut gebrauchen. Ich würde sagen, die einfachen Gefechtsrollen, die lachen mich so ein bisschen einfach an jetzt. Die nehmen wir jetzt, aber einen IT-Spezialisten haben wir nicht. Wir nehmen aber dafür jetzt Slim Slimo, der soll aufhören, da rumzuschimmeln. Kannst du nicht mehr oder darfst du nicht mehr? Du darfst nicht mehr, okay. Du bist am Ende deiner Explorationskräfte angekommen. Aha. Sehe ich das richtig?
Oh Mann. Tja, da war mein Auge woanders. Sie haben hier zugemacht und mir auch die Sumpfwelt weggenommen, die mir eigentlich zugestanden ist. Und damit ist die Lust und Laune, dieses Spiel weiterzuspielen, bei mir extrem in den Keller gefallen. Extrem sogar, Leute. Ich kann es euch nicht anders sagen. Jetzt können wir auch nicht mehr in die Richtung. Ich guck mal ganz kurz, wie sie aussieht. Aha. Unsere Kriegsmüdigkeit ist sehr hoch. Oh, ich will noch mal ein bisschen kämpfen. Also kapitulieren werde ich nicht. Ein kohlrabisches Reich wird als Verbündeter untertan von der Chess Enax Commonwealth aus 8 besetzten Kriegsziele durchsetzen. Pff. Ja, dann lassen wir das ewig gehen. Keine Ahnung, was dann passiert. Ich werde jetzt mein Kolonieschiff zunächst einmal hier wegschicken. Flieg's mal hier hin. Ist zwar immer noch 40%, aber mache ich einfach eine Gaia-Welt raus und gut ist. Oh yes, ist das ärgerlich. Ja, also wirklich, da habe ich gefühlt kurz nicht hingeschaut und haben hier alles zugemacht. Wahrscheinlich haben die meisten von euch es schon gesehen und auch gebrüllt, Bencake. Achtung. Da will jemand dich zubauen, aber was hätte ich großartig schon gegen tun sollen, ne? Was hätte ich schon gegen tun sollen? Nichts. Ärgerlich. Richtig, richtig ärgerlich. Ach ja. Flottenkapazität plus 30, das ist gut. Ja. Danke. Ja, wir brauchen Platz auf unserem Planeten. Entfernt Vulkane. Ja, nee, da bleibst du, wo du bist. Aha. Aber wir haben doch gar keine offenen Grenzen mit denen. Also mit den Bäumen müsste eigentlich ganz gut aussehen. Das sind nicht die Bäume. Ja, die sind richtig herzlich. Die mögen uns sogar richtig. Warum auch immer. Wir könnten sogar eine Botschaft bei denen etablieren. Wunderbar, machen wir mal. Ah, hallo Schmoddy-Flotte. Geh dich erstmal reparieren. Da bist du wieder zurückgekehrt. Super. Finden die gut, okay. Einladung zum Wirtschaftspakt. Yay, den können wir gut gebrauchen. Schreibt uns doch nicht zu früh ab, meine Freunde. Wir haben hier noch ein bisschen was im Kescher. Wir können noch was rausholen. Bestimmt. So. Ja, die Makar bereiten sich einen Krieg auf uns vor. Es ist so banal, weil einfach das halt nicht stimmt. Ja, sollen sie machen. Weil sie es nicht können. Deswegen ärgert mich das so ein bisschen. Das ärgert mich einfach, Leute. So, die sind jetzt repariert und dann könnt ihr euch auch noch aufwerten gleich direkt. Dafür habe ich mir ein bisschen Legierung aufgehoben. Und wenn das dann mal soweit ist, dann können wir die jetzt nämlich mal hier erstmal fröhlich, aber bestimmt zusammenlegen. Dann können wir hier erstmal den Felix zuordnen. Und hier können wir noch eine zurekrutieren, weil wir es ja eigentlich haben. Ja, wir haben es dicke. Nehmen wir hier mal den
die Jungen hier. Okay, wunderbar. Gut, muss kurz pausieren. Nasenschneuzen wollte ich euch jetzt nicht antun. Okay, und weiter. A system has been surveyed. So, die sind jetzt zusammengelegt worden. Ich werde jetzt nochmal Folgendes machen. Ah, das gehen wir nochmal aus und dann gehen wir wieder in Angriff über. An anomaly has been found. Ja, erforschen. Es sind ja noch ein paar unterwegs, ne? Also das große Problem ist, für die große Furunkel und Frank-Furunkel, hier geht's nicht mehr raus, ich komme nicht mehr weiter. Hat diverse Gründe. Ich werde jetzt dieses Forschungsschiff auflösen. Schade für die Wissenschaftler und die Forscher, die ich da auf diesen Schiffen halt habe. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Aber ich setze natürlich den auf die höher gelevelten natürlich auch entsprechend ein. Da kenne ich nichts, ne? Das ist klar. Irgendwer hat ein Migrationsabkommen gebrochen. Ja. Ja, da draußen sind wir noch einmal Kunden. Hier ist noch ein bisschen was zu holen. Hier ist auch noch ein Spezialprojekt zu holen und sowas. Also ein bisschen was geht hier noch. Ich kann ja mal gucken, wie sehen die Level denn aus hier von denen. Ja, du könntest danach Spezialprojekte im System untersuchen und danach die Anomalien untersuchen, wenn du das fertig hast, bitte. Planetengroßes Ei. Untersucht es aus der Ferne. Versucht es zu öffnen. Ei aufschlagen. Ich mache das, was wir damals gemacht haben. Nein, du gehst jetzt bitte hier. Was soll denn das? Du machst jetzt hier bitte Projekt erforschen. Himmel, Herrgott. Was hast du für ein Problem? Immer noch das Gleiche. Ja, dann mach halt einfach diesen Seetang weg. Pilzuntersuchungszone. Aha. Die Spionagepilze, die hier gefunden worden sind. Ja, ja. Das heißt, hier könnten wir auch ein bisschen mehr auf Wissenschaft setzen auf dem Planeten. Könnten wir. Machen wir Forschungslabore. Wir werden Forschung auch gebrauchen können. So ist das nicht. Okay. Ihr habt auch ganz viele Tipps und Tricks mir reingeschrieben. Wie ist das mein Forschungsschiff plötzlich da? Haben wir offene Grenzen mit denen? Dann Grenzen öffnen. Okay, bestätigen. Irgendwie dürfen wir da plötzlich durchfliegen. Ich weiß nicht wieso. Gut, ich versuche jetzt mal hier mit die Dinger zu verbessern, die Beziehung zu verbessern. Und wir sind mal hier auf, immer noch auf argwöhnisch. Okay. Ist jetzt so schlimm mit den Dudes? Kann ich akzeptieren. So. Sind meine Schiffswerften eigentlich fertig geworden? Ich glaube schon. So, wie stark sind die? Viel zu stark. Okay. Ja, erforsch mal. Ja, ich lasse ihn so, wie er ist. Hätte ich mal behauptet, ja. Dann könnten wir mal auch Folgendes machen. Ah, 200, wie viel? 86, ufts. Meine Konsumgüterkrise, ne? Ich werde es nie vergessen. Einfach gelöstes Problem. Alles wieder gut. So, haben wir mal zumindest eine Verteidigungsstation hier in diesem System gemacht. Ist doch ganz nett. Ah, dieser Planet macht sich immer besser. Ich habe noch 11
Angriffsarmeen, so ist das nicht, ne? Die habe ich noch in der Backhand, in der Rückhand, ne? Der Hinterhand, so hin, nicht in der Rückhand. Die Bunkerbot. Was mache ich mit der denn? Och, lass ihn einfach weiter rechnen. Interessiert mich nicht. Dadurch habe ich nämlich eine neue Tradition, die ich freischalten kann. Insel Franchising. Stadtdistrikte stellen einen Büroangestelltenjob zur Verfügung. Das ist gut. Okay. Hätte ich gern. Mehr Jobs, mehr Jobs, mehr Jobs. Bei dem Wachstum nicht verkehrt. Haben eh viele Stadtdistrikte, deswegen ist es nicht verkehrt. Construction completed. Ja, ich überlege, als was noch relativ clever wäre. Ach, die Chess Enax, die dürfen gleich wieder austreten. Ja, ja. Muss ich das ganze Zeug da mal wegklicken, ne? Bisschen anstrengend. So. Das war's mit meinen Möglichkeiten noch, ne? Großartig ist jetzt nichts mehr. Ich kann noch ein bisschen was anschalten, wieder zuholen. Krunur, Meneth, Wiedermond-System und so weiter. 8 Systeme soll ich abgeben, ne? Das ist so asozial. A system has been surveyed. Aha, ja, musst du ja, weil, genau. Ein anderer schon hingeflogen ist. Zika hat sich sehr aufgeregt. So, was machen wir denn jetzt hier mit unserer Crash-Welt noch? Ah ja. Wir haben gesagt, mehr Industrie und so ein Zeug, ne? Bei denen, ja, ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Vage, aber ich erinnere mich. Oh, die haben industrielles Ödland. Das wollen wir mal erstmal wegmachen hier. Das gefällt mir nicht. So etwas Hässliches aber auch. So. Obwohl, nee. Ich will doch lieber ein Gebäude haben. Ich mag, dass ihr alle mal Spaß habt hier. So rum, ja. Jetzt fängt an, Dekadenz zu werden. So, was mache ich jetzt hier tatsächlich? Eiskalt bin ich. Ich werde jetzt hier hingehen und Planet kolonisieren. Ja, es warnt mich, dass es nicht cool ist hier. Aber ist mir egal. Ich gehe jetzt auf Ulk. Und Ulk wird jetzt kolonisiert von mir und ich werde schauen, dass ich diese Welt, sie ist nicht klein, die ist 24, ratzeputz, ganz, ganz schnell in eine Gaia-Welt verwandeln. Und dann schauen wir mal weiter. A system has been surveyed. Kennt ihr jetzt nichts? Die müssen da jetzt erstmal durch, die Dudes. Ja, und die Schmoddy bitte weiter. Aufrüsten. Apropos, Schiffsdesigner. Nee, ich komme wieder durcheinander. Flottendemanager. Wir können ja jetzt haben auf wie viel? Auf 40 können wir jetzt kommen. Okay. 10, 20. Ja. 24, 26. So, 10, 20, 30, 40. Ah, es macht davon alleine. Er geht alleine auf die Grenze hoch. Das ist gut zu wissen. Wusste ich nicht. Also ich dachte, okay, der kann irgendwie überschreiten oder so irgendwas. Geht nicht. Okay, alles klar. Das ist gut zu wissen. Das heißt, er wird jetzt hier automatisch immer weiter ausgebaut. Okay. Ja, okay. Läuft. Einfache Gefechtsrollen sind fertig geworden. Okay, dann machen wir jetzt... Ja, keine Ahnung. Überlichtinhibitoren. Und Klausi macht... Ja, wir können die Lebensdauer wieder um 10 Jahre erhöhen. Das ist natürlich etwas, was sich unsere Spezies sehr, sehr wünscht. Und deswegen, wenn wir es aus Roleplaying-technischen Gründen...
Roleplay-technischen Gründen machen wir die Lebensdauer plus 10 Jahre. Ich glaube, einen Biologen oder eine Biologin haben wir nicht. Ja, Emily Ebola ist Level 3. Ja, genau. Und Klausi auch. Also ja, beide wahnsinnig. Also von daher passt das schon. Manche müssen jetzt halt Bank drücken. Ich kann es halt nicht ändern, Leute. Ich kann es nicht ändern. So ist es eben. Ach, ja, das wurde ja auch noch zerstört. Wenn du das gemacht hast, dann wirst du Folgendes tun. Du wirst mir danach... Nee, darf ich nicht. Warum nicht? Ah ja, weil das alles besetztes Gebiet ist. Arg. Arg Nerv. Danach aber erst, ja? Nachdem du das gemacht hast. Super. Haben wir nochmal 1000 Mineralien gegönnt, um endlich dieses Gebäude auch noch auf Kira zu machen, dass die da halbwegs zufrieden sind. Und ja, Kira hat wie gesagt einiges an Armeen da. Weitere Invasionen werden jetzt schwierig. Also sie scheinen wohl hier zu sagen, okay, ich gewinne den Krieg ja eh. Mir doch egal, ja. Gut, kann sein, dass ich jetzt auch gleich verliere, wenn es bei 100% ist und ich dann aufgeben muss, sozusagen. Das kann jetzt sein. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Naja, was soll's. Oh, die müssen aufgewertet werden. Na also, dann fliegt den ganzen blöden Weg nochmal zurück. Wegen Gefechtsräumen, glaube ich, ist das. Was gibt's denn hier? Nee, die werden wir nicht bekämpfen. Ablehnen. Was für ein Blödsinn. Oh, was ist denn das für eine Meldung? Hohe Kriegswürdigkeit. Wir haben mindestens einen unserer Kriege eine Kriegswürdigkeit von 100% erreicht. Wir können 24 Monate, nachdem wir hohe Kriegswürdigkeit erreicht haben, dazu gezwungen werden, Frieden zu schließen. Aha. Okay. 24 Monate. Mhm. Also 2 Jahre. Okay. Gut zu wissen. Der hat aber auch schon eine recht hohe Kriegsmüdigkeit, der andere Dude, ne? Ja. Ich gebe halt jetzt nicht einfach auf. Tut mir leid. So, also. 47 Spieljahre habt ihr mit mir ertragen. Finde ich super. Dieses Let's Play hat Höhen und Tiefen. Ich finde... Es gibt ein paar tolle Sachen, die wir hier erlebt haben. Käse ist natürlich, oder die ganze Nummer ist jetzt auch noch nicht vorbei, oder der Drops ist nicht gelutscht, muss man ganz ehrlich sagen. Also hier sind noch Möglichkeiten da, muss man ganz ehrlich und ganz offen zugeben. Auch Ausdehnungsmöglichkeiten habe ich noch, die eine oder andere. Letztendlich muss ich sagen, ich weiß nicht, ob die Toxoiden so ganz mein sind. Das war ja mir ähnlich vom Gefühl her, als ich die Maschinenintelligenz gespielt habe. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Das soll keine Ausrede sein, das ist einfach nur für euch zur Information. Ich finde die Verluste, die wir halt einstecken mussten jetzt in dem Krieg, sind unfassbar bitter. Dass die Tür jetzt zu ist nach links oben, ist auch nochmal extrem bitter. Es ist aber noch nichts vorbei, ne? Also man hat noch Möglichkeiten. Ich habe sie wirklich noch. Aber trotzdem, es schränkt mich halt ein und es macht mich unglaublich traurig. Ja, unglaublich traurig ist zu viel, aber es ärgert mich ein bisschen, ne? Egal. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, dann nicht vergessen, das Video zu liken und auch den Kanal zu abonnieren. Irgendwann geht es mir auch mal wieder ein bisschen besser und das ein oder andere neue Spiel erscheint und dann lohnt sich das Abo auf jeden Fall. Und dann verpasst ihr auch natürlich kein einziges meiner neuen Videos. Aber jetzt, ciao, ciao!